Noch einmal das Thema Bilanz der Deutschen Bank. Die Bild-Zeitung titelt heute Horrorzahlen bei der Deutschen Bank. Trotzdem ist die Aktie sehr, sehr stark. Andreas Scholz, Chefreporter, du warst bei der Pressekonferenz, du hast mit Fitchen gesprochen. Warum legt die Aktie zu, trotz Horrorbilanz? Ja, weil der Markt wahrscheinlich eher nach vorne schaut, nicht nach hinten. Und das hat ja so die Börse häufig. Allerdings muss man sagen, der Börse fehlt auch jetzt nach dieser Pressekonferenz und auch nach meinem Fitchen-Interview der Ausblick auf 2013. Es gibt nämlich keinen. Warum ist sie möglicherweise positiv in der Reaktion? Weil sie sagt, vieles ist eingebucht an Belastungen, an Wertberichtigungen, an Abschreibungen, an Rechtsrisiken. Man wollte offensichtlich reinen Tisch machen und mit der Ackermann-Ära auch abschließen, denn das Jahr 2012 war ja zumindest zu einem Viertel noch ein Josef Ackermann-Jahr. Aber ich habe das Bauchgefühl, man ist da noch nicht durch. Da kommt noch einiges auf die Bank zu. Noch ein Punkt, der die Börse ein wenig erfreut, eine Kapitalmaßnahme, sprich eine Kapitalerhöhung, steht zumindest im Moment nicht an. Man kommt voran in Sachen Kapitalausstattung, man baut Risiken ab und liegt jetzt beim Kernkapital, beim sogenannten harten Kernkapital, bei 8%. Da lag man vor einem Jahr noch bei 6%. Und man will bis zum Ende des ersten Quartals 2013 sogar auf 8,5% kommen. Du hast gesagt, einen Ausblick gibt es nicht, aber man macht sich doch irgendwo Gedanken um 2013. Du hast ja mit Fitchen gesprochen, hast du gesagt. Was hast du ihn gefragt? Was hat er gesagt? Ja, das hat mich überrascht. Wir haben wirklich mehrmals nachgebohrt. Es gibt keine Guidance. Es gibt keinerlei Guidance für das Jahr 2013, keinen Ausblick, auch nicht operativ. Ich kann ja verstehen, dass die Bank nicht sagen kann, was kommt da auf uns zu an Rechtsrisiken in Sachen Kirch beispielsweise, in Sachen CO2-Skandal, in Sachen US-Klagen, in Sachen LIBOR. Okay, Klammer auf, Klammer zu, das kann ich noch verstehen, aber sie gibt uns auch operativ keine Guidance. Sie lag operativ im sogenannten Kerngeschäft der Bank im Jahre 2012 vor Steuern bei 6,5 Milliarden Euro, was ja keine schlechte Zahl ist, Andreas. Ich fragte Fitchen, wollen Sie da zumindest besser dastehen im Jahre 2013? Denn das Umfeld kann ja nicht wirklich schlechter werden. Es sieht ja eher besser aus. Und wir sehen ja auch bei den US-Banken, dass es aufwärts geht. Nein, Herr Scholz, ich gebe dazu keine Auskunft. Ich gebe Ihnen keine Guidance. Also man fährt hier im Blindflug weiter. Auch das gehört offensichtlich zum Kulturwandel der Bank. Das sei hier ein wenig sarkastisch angemerkt. Also, der Markt muss erstmal ohne Ausblick klarkommen und dann wird die Frage sein, ob die Bank uns positiv überraschen kann im Verlauf des Jahres 2013 oder eher negativ. Also, da bleibt ein eher flaues Bauchgefühl. Der Deutschen Bank muss natürlich auch, die muss sich bewusst sein, wenn sie keine Guidance gibt, der Markt macht sich Gedanken, die Experten machen sich Gedanken und an diesen Messlatten wird man dann eben gemessen werden. Andreas Scholz, danke schön nach Frankfurt. Bitte schön, tschüss.